Hallo zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, unfassbar aber wahr, es ist schon wieder raus, das neue Dragons Magazin. Mir kommt vor, als ob ich das letzte erst letzte Woche ausgepackt hätte. Es ist der absolute Oberknaller. Ja, der Oberknaller ist dieses Mal auch das Gimmick, die Beilage zu diesem Magazin, denn, ganz ehrlich, ich meine, was liegt denn näher? Wir haben es hier mit Drachen, wir haben es mit Wikinger zu tun. Was liegt also näher, als hier ein Smartphone-Radio mit reinzupacken? Leute, ich kann es nicht fassen, ja? Das ist dieses Mal die Beilage. Das ist so, wie sagt man heute, cringe? Das ist so dermaßen, ja, was weiß ich was, ne? Dass man das hier beilegt. Ich meine, zur neuen Serie, die neuen Welten, ja, da wird es ja wahrscheinlich passen. Aber zu den klassischen DreamWorks Dragons, ein Smartphone, du guckst es halt an und denkst dir, nicht euer Ernst, ja. Aber ja gut, ist halt ganz einfach so. Wir werden uns das am Ende vom Video anschauen, ist ja klar, ne? Das coole Smartphone-Radio empfängt übrigens UKW und FM, ja, mit Batterie, also einsatzbereit. Kopfhörer ist ja auch noch mit dabei, der Knaller, ne? Gut, und für alle, ganz wichtig, die sich für Dragons und auch die neuen Serien interessieren, schaut euch das Video gut an, denn ich sag euch was dazu, okay? Also ganz, ganz, ganz wichtig, bleibt unbedingt mit dabei, wenn ihr das wissen wollt, die großartigen Neuigkeiten. So, wir haben hier mittlerweile die Ausgabe Nummer 68, kostet in Deutschland immer noch 4,99 Euro, was ich sehr angenehm finde. Sie haben es also noch nicht teurer gemacht. Ich bin gespannt, wie lange es dieses Dragons Magazin noch gibt, denn ihr wisst, falls ihr das letzte Video gesehen habt, man kann es nicht mehr abonnieren. Ja, das Abo ist ausgelaufen. DreamWorks Dragons Magazin ist nicht mehr im Abo zu kriegen, nur noch beim Zeitschriftenhändler direkt. So, und da habe ich es mir heute Morgen auch geholt. Schönes Cover, aber halt keine geheime Welt mehr, sondern ja, ganz normal. Vulkan, Bäume, Higgs auf Ohnezahn und der flüsternde Tod im Hintergrund mit seinen Kringelflammen. Ja, auch eine Montage, die man gefühlt schon 100 Mal auf dem Magazin gesehen hat. 100 ist natürlich maßlos übertrieben, kein Thema, aber ja, man kennt's halt. Dafür haben wir ein Poster drin, was wir, glaube ich, so noch nicht hatten, nämlich Higgs ohne Zahn und Bewilderbeast. Dann haben wir noch das ganze Drachenteam. Wir haben hier die Drachen der Wikinger, Hakenzahn, Kutz und Wirk, schauen wir uns an. Und wir haben hier ein exklusives Comic, was hier heißt Doppelter Ärger, aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Kann sein, ich täusche mich, aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ist es tatsächlich exklusiv, also sprich neu in dem Magazin? Ich kann es euch nicht sagen, ich habe die Comics so gut wie nie gelesen, weil es mich nicht wirklich interessiert hat. Aber falls euch das Comic bekannt vorkommt, falls ihr das kennt, falls ihr schon mal in einer Ausgabe drin war, schreibt es mir gerne in die Kommentare, das wird mich dann doch wieder sehr interessieren. Ja, wir haben hier wieder 36 bunte Seiten vor uns mit einer wichtigen Info. Ich sag's nochmal. Also, dann lasst uns mal reinschauen. Wir werden hier wieder begrüßt. Hallo, junger Wikinger. Oh nein, die Drachenreiter müssen gegen einen Tiefseespalter kämpfen. Aber warum kommt es überhaupt dazu? Das erfährst du im Comic. Freu dich außerdem auf eine tolle Drachenserie, lustige Spiele und ein cooles Extra. Viel Spaß. Ja, wir sehen hier Astrid und ihre Sturmpfeil, das Smartphone-Radio. Und wir haben natürlich wieder Rätsel drin, Labyrinthe, Ausmalbilder etc. Ne? So, wir kommen auf die nächsten Seiten und zwar zum Comic. Ich meine, das irgendwie die Höhle hätte ich schon mal gesehen, aber ich kann mich, wie schon gesagt, echt täuschen. Ja, hier liegt übrigens ein toter Fisch, ein Fischskelett. Ne? Geht hier los mit Raff-Taff. Das war alles deine Schuld. Meine, du hast Kotz und Wirk doch abgelenkt. Es fängt gut an, ne? Also so ist es gezeichnet, wie immer routiniert, ne? Das erwartet euch. Und hier natürlich die Stars im Comic. Raffnus und Taffnus, einig sind sich die Zwillinge nicht wirklich so oft und so passiert, was irgendwann passieren musste. Ihre Streitereien führen zu einem fatalen Absturz. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Dann Higgs und seine Freunde, die Drachenreiter sind ein tolles Team. Sobald einer von ihnen in Not ist, versuchen sie alles, um den Freund zu retten, egal wie schwierig es wird. So, dann der Tiefseespalter, der gigantische Drache der Gezeitenklasse, erzeugt gewaltige Strudel im Wasser.
Löcher, aus denen es kein Entkommen gibt. So, dann haben wir ja auch noch Granatenfeuer dabei. Riesenbiest, das beschreibt diesen Unterwasserdrachen wohl am besten. Er lebt in der Tiefsee und hat einen ganz besonderen Erzfeind. Gut, also die beiden denken mir im Comic tatsächlich noch nicht. Ja? Also wahrscheinlich ist es doch exklusiv und das erinnert mich halt, die Höhle der Anfang dieses Comics erinnert mich irgendwie an ein anderes Comic, was da schon mal drin war. Ne? So, nass bis auf die Knochen und gefangen in einer Unterwasserhöhle, aber immer noch am Streiten. Raffnus und Taffnus stecken echt in Schwierigkeiten. Wie sie da wieder herauskommen, erfährst du in diesem Comic. Ja, dazu wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen. Wir gehen hier mal weiter zur Heftmitte, denn ich möchte natürlich jedem, der sich das Magazin kauft, nicht das Comic spoilern. Ne? Das wäre ein bisschen blöde. Ja, hier haben wir das Poster und hier haben wir unser cooles Smartphone. Sieht aus wie ein Smartphone, es ist ein Radio. Was so geht? Steckt das Kopfhörerkabel an der Unterseite ein, schiebt den Hebel an der linken Seite nach oben, um das Radio einzuschalten. Mit dem Knopf mit der Aufschrift Scan wechselst du den Sender. Alles klar, ja, das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Witzig sind diese kleinen Felder hier, ne? Diese Thumbnails, die schauen wir uns gleich noch aus der Nähe an. So, wir haben hier ein Poster mit unseren Drachenreitern. Alle Drachen mit ihren Reitern. Das hier ist die andere Seite. Und jetzt kommen wir zu diesem hammermäßigen Poster in der Mitte. Und zack, hier haben wir es. Guckt euch das an. Wie geil ist das denn? Ne? Aus dem zweiten Teil. Hicks auf ohne Zahn, dem Alpha, ja, gegenüber Bewilderbeast. Ist das nicht ein krasses Bild? Sehr gut. Vor allem die Details, Leute, schaut euch die Details der Schuppen hier an. Das ist echt Granate und der Stoßzahn, wow. Also, das nenne ich mal ein geiles Poster. Ohne Scheiß, ne? Hicks auf ohne Zahn und diese wunderbar blau leuchtenden Alpha-Stacheln. Der Knaller auf diesem Eisvorsprung. Ein super schönes Poster. Klasse. Das freut mich sehr, dass sie das hier dieses Mal mit reingepackt haben. Dann habt ihr hier noch was zum Ausmalen. Ne? Blasses Dream Team. Malt sie aus Astrid und Hicks. Hier auch eine Vorlage, wie das Ganze aussehen kann. So könnt ihr es anmalen. Hat auch eine schöne dicke Outline, gerade für die Jüngeren von euch, die noch nicht so geübt sind im Ausmalen, damit ihr mit dem Bleistift nicht über den Rand drüber rutscht. Ne? Darum sind die ein bisschen dicker. So, dann kommen wir auf eine nächste Seite. Und zwar gehen wir hier zu den Drachenfreunden. Das ist ja eine relativ neue Serie, Teil 3. Und zwar geht es hier weiter mit Hakenzahn, dem riesenhaften Albtraum. Ist ein bisschen aufgemacht wie das Buch der Drachen. Gefällt mir gut. Und auf der Rückseite findet ihr noch Details. Schnell und gefährlich, Drache und Reiter, Feuer und Flamme. Und hier natürlich auch noch ein paar Fakten. Riesenhafter Albtraum. Chaosklasse hat Geschwindigkeit von 16, Angriff 15, Schusszahl 10. Könnt ihr hier alles lesen. Dann haben wir hier auch noch den Teil 4 mit dabei, nämlich Kotz und Würg, der wahnsinnige Zipper. Auch hier auf der Rückseite noch ein paar Fakten. Doppelt hält besser, feurig und frech, nette Chaoten. Wusstest du, die beiden Köpfe solltest du immer gleichzeitig füttern, sonst schnappen sie vielleicht nach dir. Ne? Also, der wahnsinnige Zipper gehört natürlich zur Phantomklasse, hat eine Geschwindigkeit von 10, Angriff 12, Schusszahl 6. Was sagen wir da? Richtig, heftig. Sehr geil. So, dann können wir hier die 4 ausmalen, Rafthaff. Kotz und Wirk. Dann kommen wir hier noch zu zwei wirklich tollen Seiten. Und zwar das hier, die Welt der Wikinger. Teil 1. Immer wenn Hicks und seine Freunde neue Inseln und Drachen finden, zeichnen sie ihre Entdeckungen auf einer Karte ein. Und die wächst und wächst. Das wissen wir natürlich hier, die Karte. Und hier haben wir verschiedene Nummern und die Erklärung findet ihr hier. Und das ist doch mal super, ja? Das ist Drachenwissen. Und da kommt auch noch ein zweiter Teil, den finden wir dann in der nächsten Ausgabe. Ne? Hier zum Beispiel die Nummer 1, Berg. Berg haben wir hier im Zentrum der Karte. Das Wikingerdorf der ersten beiden Kinofilme und der ersten beiden Staffeln der TV-Serie. Flugzeit zur Drachenklippe 34 Stunden. Ne? Die Drachenklippe haben wir hier oben. Das ist die Nummer 2. Hier finden wir auch eine Erklärung. Hier
überleben Hicks und seine Freunde heute. Beschützt werden sie von den Nachtschrecken, deren Heimat die Klippen sind. Flugzeit zur Drachenklippe natürlich 0 Stunden, weil wir uns hier aufhalten. Also es geht alles von der Drachenklippe aus. Dann haben wir hier zum Beispiel den Schiffsfriedhof. Das hier ist die Nummer 3, liegt natürlich ein bisschen näher an der Drachenklippe. Einst sind hier viele Seefahrer in Seenot geraten und so gibt es viele auf Grund gelaufene Wracks zu entdecken. Echt spannend. Flugzeit zur Drachenklippe 21 Stunden. Ne? Also schon ordentlich entfernt, wenn man sich das so anguckt. Dann zum Beispiel 4. Das hier ist die Insel des brüllenden Todes. Auf dieser Insel lebt der seltene brüllende Tod. Nach Staffel 2 wurden diese Drachen hierher vertrieben. Flugzeit zur Drachenklippe 23 Stunden. So, dann haben wir die Nummer 5. Das hier ist die Wechselflüglerinsel. Also ihr seht, ist schon ganz schön weit weg. Da ist Berg noch um einiges näher. Hier bei der Nummer 2 ist die Drachenklippe. Also schon ein Stückchen weg. In den Wäldern der Insel leben diese Drachen in großen Rudeln. Da sie fast ausschließlich am Boden jagen, ist man nur in der Luft vor ihnen sicher. Flugzeit zur Drachenklippe 46 Stunden. Der Hammer, ne? So, die Nummer 6. Wo haben wir die Nummer 6? Hier, ganz hier unten ist die Nummer 6. Das ist die juckende Achselhöhle. Großartig. Der Fjord mit den witzigen Namen ist der östlichste Punkt, den Hicks und Ohnezahn bisher erreicht haben. Direkt dahinter liegt der Hafen von Erret aus dem 2. Kinofilm Der Drachenreiter. Flugzeit zur Drachenklippe 53 Stunden. Ja? Und so gibt es hier auch noch die Insel der Verbannten, die dunklen Klippen, die Insel der Drachenjäger, Melodieinsel, die Beschützer des Flügels und Valkas Zuflucht. Wenn ihr das wissen möchtet, lesen möchtet, euch bilden möchtet, findet ihr das in dieser Ausgabe. Cool, also das ist richtig eine coole Geschichte. Freue ich mich sehr auf den zweiten Teil im nächsten Heft. Also super, dass ihr hier alle schön mit Nummern markiert haben und dass man hier mal die Entfernungen sehen kann. Ne? Man findet es auch schon in diversen Dragons Büchern, aber finde ich klasse, dass sie das hier in dieses Heft mit aufgenommen haben. Das gehört dazu und das ist ein super Beitrag. Sehr gut, Blue Ocean, sehr gut. So, dann, Freunde, kommen wir zur Vorschau. Was finden wir in der nächsten Ausgabe? Oh, die Wikinger-Kanone. Ach, du liebe Zeit. Lang ist es her. Die ist natürlich nicht neu, die war auch schon mal drin. Also in einer der ersten Ausgaben war diese Wikinger-Kanone drin. Ne? So sieht sie aus. Sind auch Kugeln mit dabei. Ich glaube, 3 so schwarze Kugeln. Und die haben auch schon richtig schön Pfeffer, wenn man es abschießen möchte. Aber das passt zu Dragons, finde ich gut. Ne? So sieht es aus. Das nächste Magazin, Donnertrommler, kann wir hier sehen. Ja, Hicks auf ohne Zahn. Ein exklusiver Comic plus Poster. Sehr schön. Das Ganze erscheint am 17. November. Ne? Also dauert wieder ein bisschen, bis wir das beim Zeitschriftenhändler finden können. So, und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, denn ich wurde in den letzten Wochen immer mal wieder gefragt, Mann Rupi, wo kann ich denn irgendwann mal die neuen Welten angucken? Auf Deutsch, ne? So, wir blättern einfach um auf die Rückseite und hier haben wir natürlich Werbung. DreamWorks Dragons, die neuen Welten. Neu ab 4. November bei Togo. Da könnt ihr das dann endlich mal anschauen, falls ihr es nicht schon irgendwo anders gesehen habt. Ja. Und hier machen sie auch natürlich gleich Werbung für die kommenden Playmobil-Sets, die ich euch schon in aller Form vorgestellt habe. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, ja, dann guckt unbedingt nach. Ihr findet es auf meinem Kanal Playmobil 9 Realms oder die 9 Welten. Da stelle ich jedes Produkt vor, was kommt. Hier haben wir auch die neuen von Spin Master. Allerdings fehlt hier noch ein Drache. Ich kann es mir immer noch nicht merken, wie er heißt mit dem Horn hier vorne drauf. Natürlich kommen auch Plüschis raus, es gibt Toonies-Figuren und natürlich auch Bettwäsche, klaro, aber das sind halt noch zu den alten Dragons-Folgen und das hier sind die neuen Weltengeschichten, okay? Also, ab 4. November bei Togo, ganz wichtig für alle, die das sehen möchten. Ich habe es auch noch nicht gesehen, ich habe zwar schon einen Trailer gesehen, aber ein Film, eine Serie definitiv noch nicht, okay? Also, ab 4. November bei Togo vormerken, in den Kalender anstreichen, wenn ihr das sehen möchtet, okay? Ja, das war's zu dem Magazin DreamWorks Dragons, die Nummer 68. Und jetzt schauen wir uns unser Smartphone an mit Radio. Leute, das ist der absolute Oberknaller.
Und ich werde das natürlich auch gleich testen, ob es funktioniert. Ne? Ich hocke jetzt zwar in meinem Fotozimmer, aber vielleicht habe ich ja doch Empfang. Ne? Also cooles Smartphone-Radio hier, das Drachenzeichen X. Ob Higgs damit tatsächlich was anfangen könnte, ja, obwohl er ist ja clever, ne? Von dem her. Gut, also empfängt UKW FM mit Batterie. Hier noch ein paar Hinweise, Verwendung von Batterie. Achtung, ne? Gebrauchte Batterie nie in den Restmüll, sondern immer mitnehmen, in Batteriefach schmeißen. Im Supermarkt nie in den Restmüll, okay? Bedienungsanleitung hier. Kopfhörer an der Unterseite anschließen, den Knopf mit der Aufschrift Scan drücken, um die Sendereinstellung vorzunehmen. Nach Gebrauch das Radio ausschalten. Im Falle einer Störung das Gerät bitte manuell neu starten. Ne? So, schätzungsweise sind da wieder Knopfzellen drin. Okay, ja, dann holen wir es mal raus. Ich habe das hier schon seitlich aufgeschnitten, aber nicht hier oben. Zack, also... So sieht's aus. Hinten ist es schwarz. Dann haben wir hier die Kopfhörer mit dabei. Ist der Hammer, oder? Dass die sowas hier mit reinpacken, ist echt der Knaller. So, das Ding ist ultra leicht, also wirklich ultra. Das hier ist der Knopf On-Off. Müssen wir auf On schieben. Hier unten kommt der Kopfhörer rein. Hier haben wir Scan draufstehen und Reset. Dann sehen wir hier ohne Zähnchen, das Ganze spiegelt. Ihr seht, ne, so Regenbogenfarben, die Oberfläche. Und diese Gadgets hier sind halt der Knaller, ne, diese kleinen Thumbnails. Ganz oben links, oh, das spiegelt wie verrückt, haben wir das Dragons-Logo, ne? Bergkomm. Sehr gut, der Knaller. 13.25 Uhr, ne, das haben wir nicht, das ist einfach ausgedruckt. Ne? Dann haben wir hier vollen Empfang. Guckt euch das an und die Batterie ist auch voll. So, also hier haben wir Fotos und ihr seht hier, ja, Berg. Dann haben wir hier Wetter, den Skrill, dann Kamera, dann was? Dratter anstatt Nadder, okay? Dann haben wir hier eine Uhr. Ja, hier haben wir 15 Uhr und hier haben wir 13.25 Uhr. Hm, was stimmt da nicht? Dann haben wir Bluetoothless. Oh mein Gott, ja, der Hammer. Dann haben wir hier die Orientierung. Hier haben wir Berg drauf. Dann hier Sicherheit. Natürlich Higgs mit seinem Flammenschwert. Dann haben wir hier Instadragon. Das hältst du nicht aus, oder? Mit dem Tagschatten. Dann haben wir hier Gespräche. Natürlich mit dem Donnertrommler. Netzwelt. Ja, schade, dass hier nicht die Welt von Berg drauf ist, oder? Dann Werd fit. Ja, natürlich Rotzbacke. Was haben wir hier unten? Rezeptfinder. Ist das, sind da Fische in diesem Korb drin? Kontakte. Raff, Taff und Fischbein. Dann haben wir hier das Buch der Drachen mit Kotz und Wirk. Und Luftpost. Hier haben wir so ein aufgerolltes Papier. Ja, hier der Kopf von ohne Zahn. Sieht klasse aus mit den Regenbogenfarben. Reset und Scan. Ja, jetzt werde ich das Ganze mal probieren, ob es funktioniert. Das Ding hier hat eine Größe von 13,8 in der Höhe, 6,6 in der Breite. Ist sogar ja, ordentlich dick. Ja, über einen Zentimeter, 1,1 Zentimeter dick das Ganze, ja. Ist witzig, kannst du nichts sagen, aber ich meine, was hat es bei Dragons zu tun, ne? Modellnummer steht drauf, Blue Ocean steht auch drauf und die Adresse, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, hat hier auch tatsächlich echte Schrauben an allen vier Ecken, wurde tatsächlich verschraubt, cool. Also ist relativ leicht. Jetzt werde ich das ganze Ding da mal entwursteln, den Kopfhörer. Der ist, glaube ich, auch ziemlich lang. Haben Sie einen Knoten reingemacht oder was? Nee. Aber geschickt zusammengefalzt das Ganze. Ja, der Kopfhörer ist mindestens einen Meter lang. Ja, auf jeden Fall. So, hier, ne, nicht so laut aufdrehen, damit ihr keinen Hörschaden kriegt. Und das hier kommt unten rein. Hier, zack. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich setze die Dinger mal auf. So schnell wird ein Kopfhörer zum Rupi-Hörer, ne? Okay, also, ich habe es in den Ohren, sitzt, jetzt mache ich das Ganze mal an. Es rauscht. Kann ich es lauter machen? Lauter kann ich es nicht machen. Hier kommen übrigens die Batterien rein. Also es rauscht. Jetzt drücke ich mal auf Scan. Es tut sich nichts. Es sucht wahrscheinlich. Ich drücke nochmal. Jetzt ist alles tot, jetzt ist alles aus. Jetzt rauscht es wieder.
Ich drück nochmal. Jetzt ist wieder tot. Wahrscheinlich sucht's. Nochmal drücken. Nein. Nee, also es rauscht. Es rauscht. Jetzt ist wieder aus. Es sucht. Na, komm schon. Ich drück nochmal. Bleib länger drauf. Es rauscht wieder. Reset. Ich mach's auch nochmal aus. Und wieder an. Zack. Und es rauscht. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal kurz in einen anderen Raum. Vielleicht höre ich da irgendwas, ne? Also ich komme gleich wieder. 2000 Jahre später. Ah, so Leute. Okay, also ich habe tatsächlich... Wir sind ja hier im Nordschwarzwald. Ich habe SWR 4 reingekriegt. Ja, in den Schlager. Aber okay, war in Ordnung. Es ist aber ganz leise, ne? Ihr habt hier an den Kopfhörern auch nicht irgendwie die Möglichkeit, das ein bisschen lauter zu drehen oder sowas. Ja, geht nicht. Und ich meine, ihr kennt es ja, ihr könnt hier, falls es um euren Kopf oder ums Kinn nicht rum reicht, ihr könnt hier noch ein bisschen auseinanderziehen, dann gehen diese Kabel noch ein bisschen auseinander. Seht ihr das? Dann habt ihr hier ein bisschen mehr Freiheit um die Birne rum. Also der Ton ist wirklich sehr, sehr, sehr leise und dementsprechend, wie er den Kasten hier bewegt, wird es dann noch ein bisschen lauter oder halt wieder leiser oder es fängt wieder an zu rauschen. Also hat einen sehr schwachen Empfang. Aber ich meine, Gott, es funktioniert. Es ist ein Gimmick, es ist ein Gag. Ja, was es halt bei den klassischen Dragons zu suchen hat, ist mir nicht geläufig. Werde ich nie verstehen, wie man auf die Idee kommt, einem Dragons, einem klassischen DreamWorks Dragons Magazin, sowas hier beizupacken. Ich meine, das ist originell, ist wirklich lustig, ja, wenn man das hier anguckt und so liest. Ja, das ist schon wirklich witzig. Ist ein nettes, ja, sehr außergewöhnliches Gimmick für dieses Magazin. Für die neuen Welten wird es wahrscheinlich besser passen, denn das spielt ja, wie viel, 1600 Jahre später, 1300, ich weiß schon gar nicht mehr. Da wird es dann wahrscheinlich eher passen, ne? Aber ja. Wie auch immer, Leute, es ist dabei, es funktioniert, was will man mehr? Ja, so, dann sind wir hier durch, ja? Das neue DreamWorks Dragons Magazin mit der Nummer 68. Ich bin gespannt, ob es noch ein paar Ausgaben erleben wird. Also ich denke mal, es geht vielleicht bis Nummer 70 oder bis Nummer 75, je nachdem, wie es sich halt abverkauft. Ich muss mir mal die Verkaufszahlen, die Auflagengröße anschauen. Und ja, dazu gibt es halt dieses Mal dieses Smartphone mit Kopfhörer, was tatsächlich funktioniert. Also witzig, kannst du nichts sagen, okay? Leute, wir sind durch und denkt dran, Togo, die neuen Welten. Bald im TV, für alle, die es noch nicht gesehen haben, können sie es dann endlich angucken. Was die Actionfiguren angeht, ja, mal gucken. Wenn ich günstig drankomme, ja, vielleicht stelle ich die vor. Ansonsten, ich habe es da nicht eilig. Gerade Playmobil ist mal bei Release definitiv zu teuer. Ja, aber es gibt auch schon einige Shops, die es günstiger anbieten. Aber auch das ist mal eigentlich noch ein bisschen zu hoch, was den Preis angeht. Das ist echt drüber. Aber ja, vielleicht komme ich mal irgendwann günstig dran und dann werde ich es euch auch entsprechend vorstellen. Leute, das war's. Wir sind durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Das war die Nummer 68 für immer noch 4,99 € in Deutschland. Das neue DreamWorks Dragons Magazin für September, Oktober 2022. Ich sage ciao, tschüsschen, viel Spaß mit eurem Magazin. Bis zum nächsten Video. Euer Ruppi. Yay! Yeah.